Ja. Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play F1 2019 mit mir zusammen dem Malte, mit Bernie Busch auf seinem Weg zum Ruhm. Und ja, wir haben jetzt heute dann doch tatsächlich ja den nächsten Preis vor der Tür stehen, nämlich den großen Preis von Russland in Sochi. Begrüße ich euch auf jeden Fall schon mal herzlich zu. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange, wir schauen mal rein in die Mails, was es so gibt. Also, wir haben die Wochenende-Vorschau-Geschichte hier, lasst mal kurz reinsehen. Wir haben, ja, trockenes Wetter, das finde ich schon mal gut, Freunde, es regnet nicht. Dementsprechend also sieht das schon mal gar nicht so über aus. Wir kriegen nochmal das Entwicklung-Upgrade rein. Ja, dann müssen wir gleich mal selber kurz nachschauen. Schauen wir erstmal in die Rivalitäten. Aber auch das sieht noch soweit ganz gut aus. Ja, beide Rivalitäten anführend. Jetzt heute die gegen Lukas Weber will ich ganz gern gewinnen, im Idealfall. Damit würden wir uns dann tatsächlich nochmal vorn spielen. Das sehe soweit ganz gut aus. Das würde ich ganz gerne nochmal mitnehmen. Ja, was die F&D angeht, logischerweise, wir gucken mal ganz kurz rein, wir halt immer noch in der Ergänzung der ja, jeweiligen Upgrade-Stufen hier. Ihr seht es ja, alles, was wir noch einmal absichern müssen zur neuen Saison hin, weswegen wir momentan keine Leistungs-Upgrades durchführen. Können wir ganz kurz zusammenfassen. Im Motorbereich weiterhin führend, im Chassis-Bereich sind wir drittletzter und in der Aerodynamik wurden wir jetzt auch tatsächlich überholt. Und zwar von Toro Rosso, ja tatsächlich nicht Red Bull, sondern dem Tochtergesellschaft hier. Nämlich dem Red Bull Toro Rosso, jetzt bald, ne, es stand ja, glaube ich, dieses Wochenende der große Preis von Melbourne. Das heißt also die neue Saison und dort also jetzt neuerdings ja Alpha Tauri. Aber Freunde, darum müssen wir uns ja erst später rumschlagen. Für uns immer noch Toro Rosso, die ganze Nummer. Gut. Dann gucken wir mal dann kurz in den Verlauf hinein und lassen uns dann mal kurz einen Blick für geben. Also weiterhin wir beiden als Top-Teams noch gelistet, Red Bull und Williams. Dahinter, wie gesagt, das Mittelfeld jetzt sehr eng in diese obere Kolonne. Jetzt also besteht aus Toro Rosso, Renault, Mercedes und Racing Point. Jetzt eben auch jenes Toro Rosso nicht nur rein, sondern auch glatt durchgestoßen. Jetzt also als obere Ende der Fahnenstange. Ja, die Teams nehmen sich hier halt momentan aktuell wirklich nicht viel. Es gibt halt momentan noch dieses kleine Zahlgruppchen mit leichten Vorteilen, wir und Red Bull. Dann die Geschichte bis Racing Point und dann jetzt so ein bisschen die hinteren Teams gelagert aus Ferrari, McLaren, Alfa Romeo und eben jenem Haas, die schon die ganze Saison so ein bisschen am Struggeln sind. Ja, genau, also sozusagen eine Drei-Klassen-Gesellschaft so ein bisschen. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze auswirkt. Wir schauen erstmal weiter. Ja, die Frage ist natürlich immer noch die Geschichte mit unseren Teilen, Freunde. Denn wir werden einmal neue Teile ja noch bestellen müssen. Ich bin immer noch sehr, sehr stark überlegen, wie wir das machen. Ja, ich bin mir unsicher. Ich will irgendwie kein Rennen abschenken und doch muss ich eines. Muss ich bei einem zumindest mal bluten gehen, sagen wir so. Ja, ich glaube, Freunde, wir lassen es diese Woche noch sein, aber nächste Woche in Suzuka. Nächste Woche in Suzuka sind wir dran. Oder, nee, da kannst du. Ach, ist auch schwierig. Wir können eigentlich besser eine Strecke nehmen, wo wir überholen können. In Suzuka können wir auch nicht so richtig überholen. Muss es dann echt Mexico City sein? Da kannst du wahrscheinlich. Ja, von den ganzen Strecken, die wir haben, kannst du aufgrund der ewig langen Gerade dort tatsächlich noch am besten überholen. Da macht das ja auch ein schlechter Startplatz nicht so viel kaputt. Ich glaube doch, es muss Mexiko werden. Das hilft ja alle nichts. Ich habe kurz überlegt, ob wir vielleicht auch heute wechseln gehen. Gibt auch ja zumindest zwei Stellen, die ganz gut zu überholen sind. Aber ich bin halt in Sochi selber nicht immer so im Optimalzustand unterwegs. Also Sochi habe ich auch so meine Problemchen mit und dementsprechend. Komm, wir machen das nehmen mit Köpfen. Wir legen uns einfach darauf fest, das wird Mexico City werden und gut ist. Machen wir so. Himmel, Herrgott, da kann ich nicht dauernd um den heißen Brei herumreden. Gut, aber auch das ist tatsächlich richtig, genug um den heißen Brei herumgeredet. Ich würde sagen, alles Wichtige am Anfang ist geklärt. Wir starten jetzt rein ins Training, beziehungsweise sehen uns dann gleich zum Qualifying wieder. Ja, dann wollen wir mal. Also, Training lief soweit ganz ordentlich. Wir gucken mal ganz kurz hier in die Session rein. Nee, tatsächlich, also auch hier bleibt es erstmal bei gutem Wetter. Ja, die Pace war auf jeden Fall sehr ordentlich, wir müssen uns aber auch zügig ranhalten, denn Freunde, ich habe gerade gesehen, dass dieses Wochenende unser Teamziel dran ist, das wir erreichen sollen, das ist ja zweit oder besser zu werden.
Damit wir tatsächlich auf jeden Fall noch die Teamskill-Punkte kriegen und die brauchen wir bitter nötig. Aber bitter nötig, die brauchen wir ganz, ganz dringend, um halt unsere Aerodynamik-Upgrades zu sichern. Und dementsprechend also, ja, brauchen wir dieses Wochenende tatsächlich einen zweiten Platz oder besser. Ich bin aber auch relativ zuversichtlich, dass das klappen könnte. Die Pace auf jeden Fall war immer in den Top 3 drin im Training. Von daher, ja, wollen wir mal schauen, wie sich das jetzt so auf der Strecke auswirkt. So, Freunde. Das war's jetzt gleich mit der ersten Runde in Q1 von zweien, aber ich bin mir relativ sicher, dass das hier schon reichen müsste, um durch den ersten Sektor durchzukommen. Wir kommen über die Ziellinie, jo, legen tatsächlich mal eben die schnellste Rennrunde hin, das soll für Q1 locker reichen, das heißt, wir geben uns jetzt auf in die Garage und schauen mal, wo genau wir denn mit so einer Runde landen. Ja, die erste Runde doch schon mal sehr ordentlich auf jeden Fall, landen damit also tatsächlich auch insgesamt auf Platz 1 mit einer 1:32,9. Ich muss mal kurz überlegen, ich glaube, das war auch eine Zeit, die ich im Trainingssimulator eine relativ ähnliche, die ich gefahren bin, vielleicht 2-3 Zehntel nochmal schneller, aber das lässt sich auf jeden Fall schon mal ganz gut blicken. Wir gucken erstmal auf die, die raus sind, Butler übrigens auch souverän weiter auf Platz 8, für den riecht das also auch da, als könnte das für Q3 reichen. Wir gucken mal, wir haben ganz unten jetzt also, ja, Ferrari mit Leclerc, einmal Hülkenberg im Renault und dann halt Alfa Romeo Haas, die Jungs wiederum nicht so irritierend. Oh Mann, ey, Hülkenberg, da musst du mittlerweile aus dem Wagen doch erheblichst mehr rausholen können, auch wenn jetzt Sochi nicht unbedingt die Strecke ist, die im Renault liegt. Für eine Q2 muss das immer noch reichen bei Weitem und auch Leclerc, ah, gut, Ferrari ist jetzt auch hier mit Vettel nur 11 da. Ah, trotzdem. Na, ah, kann man auch mehr machen. Nun gut, okay, für uns jetzt wichtiger, wir wollen rein in Q2. Die Frage ist jetzt für Q2 nur, können wir das auf den Mediums angehen, weil der Abstand ist nicht besonders groß eigentlich. Also klar, die Strecke ist auch anders gebaut, also das wird ja auch nicht ganz eine Sekunde sein, die uns fehlt. Aber ich werde sozusagen auf meine Runde als solches, abzüglich der Reifen, nochmal 2 Zehntel wahrscheinlich drauflegen müssen, um dann mit dem Mediums wahrscheinlich so auf 7 Zehntel zu kommen und damit dann vielleicht durchzukommen. Das könnte sehr eng werden, Freunde. Ich werde es versuchen, aber ich kann mir vorstellen, dass, glaube ich, der Move diese Woche nicht klappen wird. So, erste Runde in Q2. Ich bin jetzt mal gespannt, was für eine Zeit das geben wird. Ich habe leider vergessen, jetzt heute mal eine Zeit zurechtzurechnen, die ich erreichen muss dafür. Wir gehen erstmal die Ziellinie, kommen rein als Vierplatz, hier mit einer halben Sekunde Rückstand auf Kwiat. Oh, das sieht schon nicht gut aus. 1:34,1. Oh, 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 Freunde, ich befürchte, dass wir damit nicht weit kommen werden. Das kann sein, dass wir da jetzt wahrscheinlich nochmal hinterher müssen. Gucken mal ganz kurz rein, wie weit sind wir? Auf Platz 8, 9 hinter Butler. Zwei haben Zeit noch nicht gesetzt. Nee, das wird nicht reichen. Wir sind jetzt auf Platz 10. Wir haben 700stel Vorsprung. Das reicht nicht. Damit kommen wir nicht durch, sage ich euch, Leute. Schade. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 34,1. Damit gehen wir nicht durch. Das heißt also, ich muss nochmal raus, muss nochmal Zeit auf den Soft setzen, um dann hier vernünftig sicher in Q3 reinzukommen. Gut, also das wird leider nichts mit den tollen Strategien hier, aber zumindest, ja, dann gehen wir wieder rüber auf die Softs und von daher jagen wir, würde ich sagen, einfach mal auf denen nochmal was drauf. Dementsprechend, ja, die alten abgenutzten müssten dafür trotzdem reichen. Auf geht's. So, zweiter Anlauf in Q2. Ihr seht schon, ich habe jetzt da aus der Runde erheblich nochmal, hoppla, kleiner Leck, erheblich was Besseres rausgepeitscht. Also das dürfte jetzt so oder so auf jeden Fall mit relativer Sicherheit reichen. Für Q2, ja, ist jetzt halt nicht der erste, für Q3 ist jetzt nicht der erste Platz, aber damit kommen wir auf jeden Fall sicher in Q3, das war das Ziel, Ziel erreicht. Ja, gucken wir mal jetzt nochmal kurz, was so die anderen machen. Boah, es ist jetzt also so gesehen Platz Nummer 3, ne, also, ja, sind zumindest weiter auf jeden Fall. Heißt natürlich dann zwangsläufig, dass wir leider keine freie Reifenwahl haben. Am Wochenende jetzt im Rennen, aber das, ja gut, müssen wir mit leben, müssen wir halt auf den Softs drauf starten, ist halt so. Zumindest auf jeden Fall einen guten Startplatz gemacht, auch Butler sehr gut unterwegs, Platz 6 sich erstmal eingerannt, damit auch locker in Q3 reingekommen. Das riecht auf jeden Fall nach einem guten Punktewochenende, wie gesagt, nur für unseren Platz 2, den wir anvisiert haben, werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen strecken müssen. Weber diese Woche mit einer unfassbar guten Pace, muss ich sagen, zumindest bis hierhin, 1:32,7 ungefähr.
Oder muss ich noch klar auf jeden Fall eine Schippe finden, wenn ich hier die Pole Position im Rennen ja, hier in Russland haben möchte. Gucken wir auf die ausgeschiedenen Fahrer. Ein Alfa Romeo, zwei McLaren, der Kubica im Toro Rosso. Oh, das ist aber schon krass. 1, wie viel? 1,4? Jo, 1,4 Sekunden zwischen den beiden Fahrern. Das ist sehr viel. Das ist wirklich sehr viel. Da hat sich Kubica echt doof angestellt, muss man sagen. Also Weber vielleicht auch ein bisschen überragend gut, aber Kubica, das muss Q3 werden. Also nicht so schön. Ja, und dann noch der andere Ferrari. Ist okay. Vettel, wie gesagt, ist jetzt mittlerweile auch in einem Auto, das jetzt halt nicht mehr unbedingt Q3 entspricht. Von da dorthin gehend nicht besonders. Wir schauen dann auf die Teams, die qualifiziert haben. Das sind zwei, beide Racing Points, beide Mercedes, beide Williams, beide Red Bulls, ein Toro Rosso und ein Renault. Rein von Konstellation her jetzt nicht besonders überraschend. Die Reihenfolge, gut, lass mal dahingestellt sein, aber es ist ja auch nichts gegessen. Wir gucken rein, wie das jetzt dann nach Q3 aussieht. So, erste von zwei Runden in Q3. Ich bin jetzt mal gespannt, wofür das jetzt hier erstmal reicht. Ja, gab Upsala noch kleinere Feder hier. Das war jetzt nochmal so einer. Hier in der Runde, das heißt, es wäre sogar Super, das war die ausbaufähig. schnellste Runde. Wir sind zwar theoretisch auf der schnellsten Runde, muss jetzt aber mal schauen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich hier sogar ein bisschen was draufgepackt kriege. Interessanterweise Butler auf 2 bislang. Und das wird spannend. So. Die zweite Runde. Es geht hier wirklich um ein ganz paar Zehntel nur. Aber wir schauen drauf. Ah, fuck. Okay, gut. Klasse, du bist auf der Pole Position. Oh, cool. Wir haben es doch irgendwie geschafft. Das war jetzt natürlich cool. Ja, ich wollte es gerade Wir noch. sind alle bereit für das morgige Okay, Rennen, ich aber lass mal kurz bevor es machen. losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Busch, Verstappen und Devin Butler. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Ja, also wie gesagt, das war jetzt gerade so ein bisschen dieses. Ich habe kurz gesehen, wir sind tatsächlich knapp vorne vor unserer Zeit gewesen. Deswegen wollte ich da jetzt unbedingt noch was reinretten. Bin zu früh aufs Gas gegangen, da jetzt kurz vor Start-Ziellinie. Und dann sind wir da ungefähr reingestellt. Ich weiß nicht, ob sich die Zeit nochmal verbessert hat, aber es hat auf jeden Fall gereicht, um am Ende tatsächlich die Pole Position zu belegen. Heißt, wir starten wie ins Rennen. Es sieht so aus, dass wir von Pole starten, Verstappen auf 2, Butler auf 3. Oh, Freunde, das erste Mal vielleicht sogar ein Doppelpodium möglich für uns. Ich weiß es nicht. Hamilton und Bottas 4, 5. Der Toro Rosso von Lukas Weber auf der 6. Gasly und Kvyat 7 und 8. Sergio Perez auf 10. Ricciardo auf 9. Boah, wird auf jeden Fall interessant werden. Ich würde sagen, wir fackeln jetzt nicht lange und starten rein ins Rennen. Ich darf Sie alle zum großen Preis von Russland begrüßen. Hier in Sotschi, nicht weit von der georgischen Grenze entfernt, bereiten wir uns auf das Rennen vor, das uns 2015 einen packenden Thriller lieferte. Eine Kollision zwischen Kimi Räikkönen und Valtteri Bottas in der letzten Runde sorgte damals zusätzlich für Aufregung. Hoffentlich bleibt heute alles fair. Das an der Schwarzmeerküste erbaute Sochi Autodrom ist eine 5,8 Kilometer lange Strecke rund um einige der Austragungsorte der Olympischen Winterspiele 2014. Die Strecke ist, was Überholen angeht, sehr schwierig, denn an vielen Ecken ist es extrem eng. Allerdings gibt es auch viele schnelle Passagen. 56% der Strecke werden mit Vollgas gefahren. Insgesamt muss man sagen, diese Bühne ist der Formel 1 würdig. Es ist mir eine große Freude, erneut von Stefan Römer unterstützt zu werden. Reden wir über Busch. Sie gehen mit einem komfortablen Punktepolster in dieses Rennen hinein. Für mich haben Sie schon jetzt eine Hand am Pokal. Wir sollten hier nicht voreilig sein, Heiko. Es sieht zwar alles nach einem großen Vorsprung aus, aber alles, was es braucht, um diesen zunichte zu machen, ist eine lockere Bremse in der ersten Kurve oder eine Radmutter, die sich während des Boxenstopps einfach nicht lösen will und schon sieht alles wieder anders aus. Bei diesem Sport gibt es keine Gewissheit. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Busch startet aus der Pole Position und Max Verstappen steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Butler, Hamilton, Valtteri Bottas und Gasly, Kvyat, Ricciardo, Perez und Sebastian Vettel, Kubica, Norris, Kimi Räikkönen und Leclerc, Weber, Stroll, Nico Hülkenberg und Romain Grosjean, Magnussen und Carlos Sainz startet aus der letzten Reihe. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Nach
dem Podestplatz im letzten Rennen hat das Team hohe Erwartungen. Lass uns um Punkte kämpfen und sehen, welchen Platz wir machen. Ja, also Platz 2 soll es ja auf jeden Fall werden. Wir haben auch gerade gesehen, Weber jetzt mit einer Gridstrafe auf jeden Fall unterwegs. Was heißt, dass ich mir auf jeden Fall relativ sicher bin, dass der Mann mir in der Realität keine Probleme machen wird. Das dementsprechend sieht auch schon mal ganz gut für uns aus. Wir gucken jetzt mal auf die Rennstrategie drauf. Ein 1-Stopper, 6 auf Soft, 7 auf Mediums mitten im Rennen ja, von 13. Werden wir also in den Wechsel gehen, 3 Runden extra Sprit ist mir zu viel. Nee, das ist mir zu viel. Wir haben sowieso schon ein bisschen Teileprobleme. Ich muss mir jetzt nicht nur extra noch ein paar zusätzliche Teile reinknallen. Reicht schon, wenn ich die 1-2 tauschen muss, die da auf uns zukommen. Dementsprechend also nehmen wir nur in Anführungszeichen für 15 Runden Sprit mit. Ich hoffe aber dennoch, dass wir damit ganz gut vom Fleck kommen. Dann präsentiere ich euch jetzt heute noch einmal definitiv, würde ich sagen, hier die gute Strecke, dass das also klar wird, womit wir es hier zu tun haben. Also, okay, die Systemchecks sehen gut aus. Wir ja, müssen gut, die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Belaste die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Ja, also wie ihr sehen könnt, es geht hier los direkt mit der schnellen ersten Gerade, hier gefolgt von der Kurve. Das ist schon fürs Überholen gar nicht mal so schlecht. Für uns natürlich ist er suboptimal gelegen, weil wir wollen ja in der ersten Runde jetzt nicht überholen. Wir haben ja genügend sozusagen schon hinter uns gelassen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dann hier jetzt in einen dieser engen Sektoren hinein. Ab jetzt also, Freunde, hier wie gesagt Überholmöglichkeiten eher schwierig anzusehen. Man kommt ja auch nicht so gut in die Kurven, die sind nicht so gelegen, dass man da wahrscheinlich mal ganz gut reinhalten könnte. Das Radar zeigt keine Störungen, das Wetter sieht im Moment gut aus. Besten Dank nochmal dafür. Also hier ist es natürlich schwierig, die irgendwo reinzuhalten. Also es gibt quasi de facto 2, ich sag mal 3 Überholstellen hier. Das ist auf jeden Fall genügend, dass man auf jeden Fall was machen kann, aber das ist jetzt übermäßig viel. Hier gehen wir jetzt rein in die zweite mit runter, also hier, ja, ihr seht, lange gerade Richtung, ja, dritter Sektor, den wir jetzt hier haben. Hier kann man auf jeden Fall auch mit DRS dann wen vielleicht mal stehen lassen, so ist das nicht. Dann wieder rein in einen sehr, sehr kurvigen Abschnitt für den dritten Sektor. Ja, die letzte Überholmöglichkeit, das ist so ein bisschen, na, muss man gucken. Also ich weiß, dass die KI hier gerne was in dieser Kurve versucht. Ich persönlich mag es nicht ganz so gerne. Muss man mal schauen. Ansonsten, was mir persönlich noch ganz gut liegt, ist die Kurve da hinten am Ende der Strecke. Aber die kennt ihr ja soweit schon. Dementsprechend würde ich sagen, Startaufstellung, wir krachen rein ins Rennen. So, und damit, Freunde, kann er nun losgehen. Der große Preis von Sochi jetzt hier in Russland. Ich bin sehr gespannt drauf, wie wir uns schlagen werden. Auf geht's! So, der Start, er geht los. Wir kommen, oh, relativ gut vom Fleck, habe ich das Gefühl. Nur neben uns, Butler, unser Teamkollege natürlich, der jetzt direkt mal stechen geht. Na, nimmt die Innenseite, er wird die Innenseite haben für die erste Kurve. Wir sind uns über außen, gehen Rad an Rad jetzt mit unseren Teamkollegen, möglichst nicht gefährden. Ich nehme dafür auch ein bisschen Streckenabschnitt hier mit in Kauf. Sehr schön, es reicht auf jeden Fall, um unsere Führung zu verteidigen. Bin zufrieden mit dem Start, der sah schon mal nicht schlecht aus. So, im taktischen, teamtaktischen Idealfall würde ich jetzt natürlich Butler ganz gerne mitziehen, dass wir zusammen so ein wenig aus dem Schatten der Konkurrenz rauskommen. Aber auf jeden Fall Butler mit einem sehr ordentlichen Start, ich bin aus seiner Sicht auf jeden Fall sehr zufrieden. Und das könnte tatsächlich dieses Wochenende mal für Williams richtig geil aussehen. Ich hoffe nur, dass Butler mir jetzt hier keine Konkurrenz machen möchte. Habe ich jetzt nicht so Bock drauf, Chef. Lass uns einfach einigen. Ich 1, du 2. Du kriegst viele Punkte. Ich krieg den Rennsieg. Das wär's doch eigentlich. So zumindest jetzt meine These hier. So, zweite Runde. Das jetzt hier mit Windschatten gegen unseren Teammates zu verteidigen, ist natürlich jetzt echt schwer. Ich befürchte, da könnte jetzt ein Angriff kommen. Nee, er hält sich tatsächlich noch zurück. So knapp gegen Ende der Gerade käme er. Das reicht aber logischerweise nicht aus. Dementsprechend bin ich mir relativ sicher, dass wir die ganze Geschichte hier erstmal vorwegfahren können, zumindest bis das DRS gleich angemacht wird, beziehungsweise freigegeben wird. Oh, kommt der jetzt vielleicht doch? Oh ja, da kommt der Angriff von Devin Butler. Von seinem Teammate hier in die schnelle Kurve, in die Rechtskurve, in die Kurve hinein nach der schnellen Geraden. Ich muss ihn erstmal passieren lassen. Haben wir es doch überrascht, aber Butler hat hier schon eine gute Pace. Das muss ich ihm auf jeden Fall lassen. Also schlecht fährt er hier dieses Wochenende nicht. Oh, kann das tatsächlich mal sein, dass jetzt hier wir ein bisschen teaminterne Konkurrenz kriegen, mit der ich tatsächlich nicht so gerechnet habe. Zumindest das DRS kriegen wir jetzt auf ihn. Jo, damit ist das Ding natürlich jetzt sofort wieder gegessen. Das wird aber umgekehrt dann logischerweise genauso sein.
Weil wir sitzen ja im selben Auto. Das ist natürlich hier so optimal. Oh nee, das wäre so eine richtig enge Kiste hier zwischen uns beiden. Habe ich jetzt, wie gesagt, überhaupt nicht mitgerechnet, dass wir da jetzt noch so ein enges Teamduell kriegen jetzt hier auf Russland, auf Sochi. Oh Mann, ey. Und das Problem ist, ihr wisst natürlich, streiten sich zwei, ne? Ihr wisst, da profitieren meistens die hinteren Fahrer eher von. Heißt natürlich, los wir es zum Endeffekt, den Rest des Konsortiums auch nicht. Das, was man natürlich nicht haben möchte, vielleicht zumindest diese DRS gerade reicht jetzt zumindest, um hinter uns zu halten. Yep, dafür reicht es jetzt noch. Aber das wird auf jeden Fall jetzt wohl wahrscheinlich der Kampf, der uns jetzt bis zum Schluss beschäftigen wird. Ich bin mal sehr gespannt, wer dann am Ende mit dem Boxenstopp, mit der Crew dann ein bisschen besser zurechtkommt. Das wird, boah, eventuell noch recht entscheidend werden. So, Runde 5 mittlerweile. Ich habe jetzt mittlerweile so ein bisschen eine Pace gefunden, mit der ich es mit Butler schwierig mache, hier jetzt uns immer wieder Paroli zu bieten. Er saugt sie im DS-Fenster ran. Also abschütteln können wir ihn nicht, aber jetzt ist so ein bisschen das, was zumindest aus teamtaktischer Williams-Sicht natürlich mega geil ist. Dadurch, dass wir jetzt ihn sozusagen hier ein bisschen wegziehen, immer wieder Butler quasi mit einladen mitzukommen, ist es so, dass wir natürlich jetzt hier eine kleine Lücke auf die Teams hinter uns schlagen. Das heißt sogar doch nicht dieses streiten sich zwei Freunde, der dritte Prinzip, sondern jetzt durch eine relativ klare Rangordnung, zumindest jetzt für ein, zwei Runden, gerade aktuell, dass wir in der Lage sind, uns jetzt hier echt nochmal von Bottas da hinten zu distanzieren. Das wiederum finde ich natürlich sehr gut. Können wir definitiv gerne mitnehmen. Für Williams, also sieht das bis hierhin echt stark aus. Ja, also 2,8 Sekunden das, glaube ich, nach hinten weg. Das liest sich auf jeden Fall ganz gut. Ja, Butler weiterhin hinter uns. Wir gehen jetzt aber dann gleich am Ende dieser Runde hier rein. Diese Runde reinkommen. Genau, danke noch für den Reminder. Das heißt also, wir gehen als Erster rein, dürfen also zunächst in die Box. Dann Butler wahrscheinlich, wenn sie eine Runde später reinholen. Bin ich jetzt mal auf jeden Fall sehr gespannt. Dann die Runde, wo wir rauskommen. Ich hoffe, wir werden die allzu sehr vom Verkehr blockiert, dass wir so ein bisschen pushen können. Ich würde es mir zumindest wünschen, ich würde es zumindest mir hoffen. Wir gehen jetzt rein in die Boxenstoppgasse hier und sehen zu, dass wir jetzt hier mal ein bisschen was gut machen. Ich habe es auch darauf geachtet. Ich wurde letztens nicht beschwert, dass ich zu schnell in die Boxengasse hineinfahre und damit einen Vorteil verschaffe. Darauf habe ich jetzt geachtet, dass ich da jetzt nicht zu schnell rein bin, sondern tatsächlich vorher nochmal ein bisschen auf die Bremse komme. Ich hoffe, das geht jetzt für euch dann schon ein bisschen besser klar. Jetzt also zusehen, was für einen Boxenstopp wir hinlegen. Bitte lasst mich dann wenigstens nach ganz hinten raus. Gut, sehr schön. Besten Dank. Oh, jetzt wenigstens vor dem Haas da hinten oder so. Sehr schön. Okay, also rauskommen tun wir auf Platz 17. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Gibt auch einige Wagen da hinten, sich gerade die extremst langsam sind. Also sehr weit vom Feld weg. Aber wir sind jetzt die Ersten, die also ihren Boxenstopp abgeschlossen haben. Kommen wieder rauf auf die Piste. Oh, okay, da ist der Boxenstopp-Assistent. Also, Heurika. Da lässt er mich aber spät raus. Junge. Okidoki, Glück gehabt, keine Verwarnung oder sonst irgendwelche Strafen dafür bekommen. Hätte durchaus sein können, wegen Verlassung der Streckenbegrenzung. Nee, aber ist okay so. Das heißt, jetzt also pushen, was das Zeug hält und zusehen, dass wir jetzt gleich wieder vor Butler rauskommen. Devin kommt an die Box. Devin an der Box. Ja, also tatsächlich nicht eine, sondern zwei Runden später, zu meiner eigenen Überraschung auch. Muss ich sagen, holen sie jetzt also die meisten Fahrer rein. Jetzt also an die Boxengasse. Wir gehen jetzt der wieder raus auf die Strecke. Auto vor dir beträgt 5,4 Sekunden. Und kommen auf jeden Fall vor Butler raus. Also haben es geschafft, doch eine gute Pace aufrecht sein. Und ja, haben uns richtig vorgeschoben. Sehr schön. Ich denke mal, über eine Sekunde dürfte das eigentlich schon sein, den wir jetzt hier haben. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Haben es natürlich ein paar Wagen noch vor uns auf der Piste. Aber zumindest jetzt einmal auf grundsätzlich Platz 9. Also Boxenstopp reinigt wieder auf 1. Kommen wir raus. Und yo, wir haben auf Butler uns einen sehr guten Vorsprung rausgeholt via Boxenstopp. Ich bin damit auf jeden Fall zufrieden. Unser Stopp also wieder exzellent ausgeführt. Weiterhin Butler zwar ein bisschen im Kasten hinter uns da. Wir müssen zusehen, dass wir uns jetzt gleich von Sainz nicht zu lange aufhalten lassen, weil der gleich reingeht. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Aber wir sind momentan sehr, sehr gut auf sehr, sehr gutem Wege zu unserem nächsten Grand Prix-Sieg, Freunde. Upsala, kurze Berührung hier. Och, Schwein gehabt, dass mich mein Flügel erwischt hat. Mit dem guten Carlos Sainz, hier ist aber an ihm vorbei, dank der S. Das musste jetzt nochmal eben kurz sein. Und da können wir uns vielleicht sogar auf den Mediums nochmal eine neue schnellste Rennrunde sichern. Habe ich jetzt gerade richtig gesehen. Ah, da könnte vielleicht was gehen. Ein bisschen konzentrieren jetzt hier in diesem Sektor. Hoppla, da bin ich jetzt zu früh aufs Gas gegangen. Gut, okay, damit wird das wahrscheinlich nicht sein. Aber die nächsten Herren da vorne der Gesamtvereinigung kommen wieder in die Boxengasse, das heißt, wir schieben uns weiter vor mit einem kleinen Leck hier.
So, schauen wir mal. Oh, doch, gibt es sogar noch eine neue schnellste Rennrunde. Und befinden uns damit jetzt wieder auf 3. Nur noch Raikön plus ein weiterer Fahrer sind noch draußen. Ja, und damit jetzt Boxenstopp bereinigt. Ihr seht es, 4 Sekunden sogar vor Butler. Das ist schon echt einiges, was wir da innerhalb der Boxenstopp-Phase rausgeholt haben. Ich kann da auf jeden Fall nicht drüber meckern. Sieht sehr danach aus, als würden wir wirklich unseren nächsten Grand Prix-Sieg holen gehen. Ja, und wie zu erwarten, kommen jetzt also auch die beiden letzten Stopper hier nochmal rein. Vettel und Raikön sind die letzten beiden gewesen. Wir sind jetzt also nun auch vor denen. Haben jetzt also, hoppla, die rennbereinigte Situation. 4,8 Sekunden sind. Das heißt, ich habe jetzt sogar, glaube ich, nochmal 500stel, glaube ich, auf Butler gewonnen. Ja, also ich glaube, hier gibt es jetzt tatsächlich nichts mehr, was uns aufhalten dürfte. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Außer vielleicht wir selbst. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. So, es geht nun drauf auf die letzte Runde des Rennens. Also, wie gesagt, es gibt tatsächlich hier auch nichts mehr, was uns aufhalten dürfte. 5,2 Sekunden sind es bis Butler. Das ist auf jeden Fall genügend. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Um das hier nach Hause zu fahren. Also, wir sind tatsächlich auf diesem Medium-Stint auch schneller als Butler. Ich will mal so sagen, 2... vielleicht sogar 3/10 schneller als Butler ungefähr. Heißt, im Soft-Stint konnte er sehr gut mithalten. Das hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Aber jetzt hier auf den Mediums geht das für ihn nicht mehr. Insgesamt aber ein sehr, 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 sehr erfreulicher Tag für Williams. Das riecht oder wird wahrscheinlich sehr der erste Doppelsieg für uns in diesem LP für Williams, beziehungsweise der erste Doppelsieg für Williams seit Ewigkeiten, würde ich mal grob formulieren. Weiß nicht, wann das jetzt mal Fall war. Ich glaube, da war ich noch nicht mal auf der Welt wahrscheinlich, wa? Also ist schon ein paar Tägchen her. Also, Williams meldet sich zurück tatsächlich an der Formel 1 Spitze und darüber dürfen wir uns freuen. Auch die Leute, die jetzt sich gefreut haben darüber, dass Hamilton wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen weiter vorne ist. Ja, also Platz 3 mal tatsächlich wieder für unseren alten Banausen, der zwischenzeitlich in der Saison echt schlecht aussah, jetzt aber sich mal wieder furios meldet mit ein paar ordentlichen Punkten. Nehmt ihr wahrscheinlich auch gerne mit. Ich wiederum aber nehme die volle Punktzahl mit nach Hause für euch. Plus die erweiterte Punkt für die schnellste Rennrunde, die wir uns ja auch nochmal abgeholt haben. Von daher sehe ich das als kein großes Problem an. Wir nehmen die letzten 2-3 Kurven mit und beglückwünschen uns selbst zum Sieg im großen Preis von Sochi. Großartiges Rennen. Geschafft. Gut gemacht. Großartige Leistung von Williams, was für ein überzeugender Sieg. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Es ist an der Zeit, die Trophäen zu überreichen, denn die erfolgreichen Fahrer begeben sich zum Podest. Es war wirklich ein hartes Stück Arbeit heute für Williams, aber das Team hat letztlich den Sieg verdient. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Busch vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Das ist auf jeden Fall Lukas Weber. Er beweist immer wieder, dass er jemand ist, der ganz ohne Aufregung seinen Job macht. Und genau das hat er heute getan. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Jo, und an dieser Stelle übernehme ich und ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr zufrieden. Also, Williams meldet sich, wie ihr gerade schon gesehen habt, also wieder zurück auf der großen Bühne der Formel 1 und Butler hat jetzt tatsächlich auch genau das geleistet, was ich von ihm erwartet habe als mein neuer Teamkollege und was sich wahrscheinlich auch Williams von diesem Wechsel versprochen hat, dass sie ihn geholt haben, wahrscheinlich mit einem kleinen Bonusgehalt obendrauf im Vergleich, was er bei Toro Rosso verdient hat.
Also jetzt tatsächlich, er fährt vorne mit, er fährt ums Podium mit, holt sich tatsächlich das Podium ab und bestätigt damit einfach die gute Performance, die dieser Wagen imstande ist zu leisten. Jetzt hier in Russland tatsächlich auch von keiner anderen Truppe hier irgendwie zu attackieren gewesen. Oh, und er liefert mir tatsächlich auch hier und da vielleicht sogar demnächst noch echt einen guten Fight. Das heute war auf jeden Fall schon ein kleines Vorgeschmäckle darauf, was mich da in den nächsten Wochen eventuell noch erwarten kann. Also jetzt Butler doch in der Lage, durchaus auch uns mal Richtung Konstrukteursrangliste ein bisschen zu carryen. Das wiederum freut mich echt sehr, können wir definitiv gebrauchen, weil so sehr und so gut es jetzt auch bezüglich der Fahrerweltmeisterschaft aussieht, auf die wir noch blicken werden, die Konstrukteursweltmeisterschaft, das ist noch ein weiter Weg. Gut, also wie gesagt, Doppelsieg für Williams, für uns das Rennen, ja, von der Startlinie weg eigentlich gut gelaufen. Wie gesagt, hatten zwischendurch mal die Führung an Butler verloren, die uns dann aber am DRS-Fenster wieder zurückgeholt und dann halt durch den bevorzugten Boxenstopp, den wir von unserem Team gekriegt haben, in dem Sinne, also dass sie uns eine Runde früher reingeholt haben, haben wir einfach es geschafft, dann einen Vorsprung rauszufahren. Wie gesagt, 4 Sekunden haben sie den Boxenstopp gebracht. Also, ich sag euch, Freunde, ganz scharfer Karrieretipp für euch selbst da draußen, der Boxenstopp-Bonus, diese 30%, die ihr da holen könnt, die summieren sich schon auf. Also das sind tatsächlich nicht nur diese paar, keine Ahnung, lasst es mal 0,7, 0,8 Sekunden sein, die ihr dadurch wirklich effektiv gewinnt, sondern es ist de facto eigentlich sogar noch ein bisschen mehr. Dementsprechend, also wirklich, ich kann euch nur ans Herz legen, ein nicht zu unterschätzender Bonus auf jeden Fall, den man sich da sichert, hat uns heute auch wieder wirklich, sag ich mal, dann den zweiten Teil des Arbeitstages, dann auf dem zweiten Stint eine relativ ruhige Geschichte besorgt, bin ich auf jeden Fall sehr mit zufrieden. Ja, wie gesagt, Hamilton meldet sich mal wieder furios zurück, mal mit einem Podestplatz, wieder 15 Punkte für ihn. Bottas, unser ärgster Verfolger, derweil geht mit 12 Punkten nach Hause, ja, ist also so gelagert, dass wir uns nochmal hier 14 Punkte holen, bevor es dann jetzt in die nächsten zwei Wochen geht, in zwei relativ schwere Wochen für uns. Wie gesagt, einmal Suzuka, wo ich nicht so prickelnd bin, wo wir letztes Jahr auch das schlechteste Rennergebnis der gesamten Saison abgeliefert haben. Plus die Woche darauf dann, also Mexiko, wo wir dann mit Gridstrafe reingehen müssen. Das werden jetzt zwei Wochen sein, wo Bottas wahrscheinlich punkten kann. Und dann ist jetzt halt die Frage, wie viele Punkte kann er abholen? Wie nah rückt er uns wirklich nochmal fürs Saisonfinale auf die Pelle? Und ja, jetzt liegt es so ein bisschen bei ihm. Wir können einfach nur versuchen, in den nächsten zwei Wochen ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, Verstappen holt zusammen mit Perez nochmal insgesamt 12 Punkte ab. Dürfen, denke ich, sehr zufrieden sein. Für Red Bull ist halt nicht deren Strecke. Muss man sagen. Sind, denke ich, unterm Strich dafür auch noch einigermaßen zufrieden. Vielleicht hätten sie ganz gerne noch einen Fahrer in den zweistelligen Punkten gehabt. Aber ich denke, sie können damit grob leben. Vettel hat sich noch ganz gut vorgearbeitet von 10 auf 8, nur 4 Punkte für Ferrari mit. Nichts unbedingt erwartens gewesen. Auch Leclerc fast noch in die Punkte reingefahren. Weber, der Fahrer des Tages, von 15 auf 10 nochmal Pünktchen mitgenommen. Ja, wie gesagt, die Gridstrafe hat da bei ihm halt ordentlich nochmal reingeknallt. Und das war's, was die Fahrer in Punkten angeht. Ansonsten irgendwelche Überraschungen? Nee, tatsächlich auch in letzter Zeit keine Ausscheider mehr. Finde ich auch nicht so schlecht. Kann ich auch auf jeden Fall mitleben, dass wir nicht so viele davon haben. Ja, Renault. Wahrscheinlich so ein bisschen die Enttäuschung des Tages. 16, 17, da wäre, ach, da muss mit der Kiste einfach mehr gehen, auch wenn die Strecke nicht so gelagert ist. Also, sag mal, irgendwo knapp an den Punkten müssten sie eigentlich schon sein. So, blicken wir jetzt aber auf die Ranglisten drauf. Das ist doch wahrscheinlich viel wichtiger und interessanter. Also, was haben wir zu melden? Wir weiten jetzt vorne mit 67 Punkten, Freunde. Mit denen gehen wir also rein. Das heißt, wenn wir nichts holen und Bottas beide Rennsiege sich krallen geht, nur mal angenommen, ist er dran auf 17 Punkte. Das hieße, also selbst dann haben wir sogar noch ein bisschen Polster. Wir haben uns auf jeden Fall was sehr Gutes aufgefahren, sehr gute Geschütze aufgefahren, jetzt hier für die nächsten zwei Rennwochen, um auf jeden Fall mal da ein bisschen entspannt die Geschichte angehen zu können. Ich bin mir nicht so sicher, wie der Kommentator immer gesagt hat, dass er am Anfang des Rennens, dass wir eine Hand am Pokal schon hätten. So sicher bin ich mir da nicht, aber es ist zumindest so gelagert, dass wir ja die nächsten zwei Rennwochenenden auf jeden Fall als Erstplatzierte überstehen, rein rechnerisch schon. Das ist schon mal auf jeden Fall sehr wichtig. Und dann ist halt die Frage, wie wir nach Mexiko dann rausgehen, wie dann die Ausgangslage aussieht. Hamilton setzt sich jetzt nochmal vor auf Platz 3 in der Fahrerweltrangliste, wälzt sich also wie gesagt ein bisschen zurück. Gasly in letzter Zeit lässt ein bisschen schleifen dahingehend, dementsprechend nicht so easy, ganze Geschichte. Ansonsten der einzige Wechsel, den wir dann noch haben, ist natürlich Butler logischerweise unten, der sich noch ein paar Pünktchen natürlich abholen geht. Dadurch jetzt also einmal Perez überholen geht, sich vorschiebt auf Platz 10. Ja, Leclerc holt dir wahrscheinlich wenig Punkte noch bis zum Saisonende, wenn Butler ungefähr so weitermacht. Wie gesagt, es gibt noch so 2-3 Strecken, wo ich noch weit vorne sehe.
Ich kann mir vorstellen, dass der Butler wahrscheinlich noch fangen geht. Für Weber wird das aber wahrscheinlich zu eng werden. Also Platz 9 ist so vielleicht das, was noch für ihn drin ist. Hängt auch so ein bisschen davon ab, was Leclerc noch so macht. So, dann die Konstrukteursrangliste. Dort haben wir es tatsächlich mal ein bisschen fett Punkte gebonert. Ein bisschen mit den anderen Teams mal in den Flur aufgewischt. Das nehme ich nochmal ganz gern mit. Sind jetzt also dran auf Mercedes auf 79 Punkte. Das sind insgesamt 50 jetzt noch bis zu Red Bull. Boah, sind wir ein bisschen drauf angewiesen. Wir haben jetzt wahrscheinlich zwei eher schlechte Rennwochenende vor uns. Boah, das wird schwierig, Red Bull noch einzufangen. Also da muss Butler jetzt ein bisschen carryen. Da müsste Butler jetzt echt für uns ein bisschen carryen. Kann ich mir aber schwerlich vorstellen, dass ihm das gelingt auf Strecken, wo ich jetzt auch nicht unbedingt so gut bin wie in Japan. Kann schwer werden. Ansonsten weiter noch bemerkenswert, Haas immer noch ohne Punkte. Das Team, keine Ahnung, bislang nichts gerissen der Saison. Und ja, sollte sich doch mal vielleicht demnächst ein kleines Konzept überlegen, wie sie die ganze Geschichte dann spätestens zur neuen Saison wieder ein bisschen gewendet bekommen. Gut, okay, das dazu. Ich würde sagen, wir krachen dann weiter rein in die Interviews. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? Super, der Motor ist großartig. Keine Ahnung, ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht. Also wir machen es einfach mal. Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Ich bin sehr froh über Unterstützung. Und Gleason. Das war dann oh, Entschuldigung. Ja, gut, ich hoffe, du hast den Recorder dann an der Stelle ausgemacht, dass ich ja jetzt nicht ins Mikrofon genießt habe. Tja. Nur euch Leuten habe ich es gemacht. Das tut mir natürlich leid. Aber ich habe mich weggedreht. Ich war gnädig. Ja, aber sehr schön. Damit kriegen wir jetzt auch, glaube ich, die volle Ressourcenpunktzahl. Wir haben Weber natürlich locker geschlagen. Wir haben die Zweitplatzierung auf jeden Fall geholt, nämlich mit einem Rennsieg. Doch, das sah sehr, sehr gut aus. Also, wir gucken nochmal drauf, holen uns die Maximalpunkte ab. Ja, natürlich, klar, Butler bietet uns dann noch so ein bisschen Paroli. Aber auch der dürfte, Suzuka, ja doch. 4 Punkte müsste ich in der Lage sein zu holen. Dafür müsste ich ja nur das Qualifying beenden, das Rennen beenden und straffrei sein. Doch, das müsste ich hinkriegen. Ne, warte, einen Punkt muss ich noch holen. Kann sein, dass vielleicht sogar doch noch ein Wöchchen mehr dauert. Also spätestens in Mexiko habe ich den aber. Gut, sehr schön. Also mal wieder eine Rivalität gewonnen. Wir blicken auf die Ressourcenpunkte drauf. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. 200, 220. Dazu ist dort der Rennenbonus. Obendrauf der Teamzielbonus, den wir geholt haben. Die Rivalitätsbonus auch nochmal. Das sind 1265 Punkte, macht 2128, mit dem wir dann gleich wieder ein paar Upgrades retten gehen können. Das nehme ich auf jeden Fall sehr gern mit. Hey, Glückwunsch zum Treppchen. Das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Aber du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Sieht aus, als wäre Lucas auch zu einem historischen Event eingeladen. Das könnte eine gute Chance sein, eure Vergangenheit für die Presse hochzuspielen und deinen Ruf zu fördern. So, wir sind wieder in neuen Vertragsverhandlungen drin. Ich muss mal gucken, dass ich mir jetzt erstmal alles sichern gehe, wie es vorher war, um mal zu gucken. Also das wäre der Vertrag vom letzten Mal. Wir gucken mal, wie wir damit klarkommen. Sie haben diesen Vertragsbedingungen nicht zugestimmt. Ach du Heilige. Wir sollten es erneut versuchen. Okay, wenn wir jetzt aus beiden 4 machen. Ich glaube, wir verlangen hier eindeutig zu viel. Wir sollten ihnen mehr entgegen. Oh, shit. Das war jetzt auf 4. Ich muss dann beides auf 1 machen, damit ich alles gerettet bekomme. Das kriegen wir nicht hin. Da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen was runternehmen. Wir gehen mal hier auf ein Upgrade pro Abteilung. Große und kleine Upgrades werden um eine Woche reduziert und ich setze hier mal auf 2. Oh. Okay, das Angebot sieht wirklich nicht schlecht aus. Und es scheint, als wären alle Parteien mit dem aktuellen Vertrag zufrieden. Der Vertrag wird also mit dem Rennen am nächsten Wochenende in Kraft treten. Ja, und jetzt muss man ganz klar natürlich sagen, also ihr seht, ich habe das jetzt so geregelt, jetzt merkt langsam auch Williams, dass sie in der Lage sind, durchaus davon mitzumachen. Wir haben tatsächlich die volle Wertung, das muss ich auch sagen, finde ich ein bisschen blöd, dass ich dann nicht alle Upgrades haben darf, obwohl ich volle Wertung habe, weil ich habe für dieses Team ja mittlerweile echt, also wir haben das hier echt ordentlich was abgerissen so und, mein Gott, ich biete denen jetzt Platz 2 im Qualifying, Platz 2 im Rennen, das musst du halt auch erstmal machen, das werden wir definitiv nicht jede Woche schaffen, vor allem nicht die nächsten 2 Rennwochenenden.
Das heißt, da können wir erstmal wieder schön das Einbüßen gehen und dann haben wir jetzt halt auch nicht mehr alle Upgrades vollständig. Wir haben nur noch, was Gleitzeitentwicklung angeht, noch 2 pro Sektor möglich und dazu halt auch jetzt, was Upgrade-Geschwindigkeit angeht, ordentlich was eingebüßt. Oh, das sieht nicht schön aus, Leute. Das sieht wirklich nicht schön aus. Ich muss da demnächst irgendwie die Vertragsboni rauscanceln, noch welche, die... Ach, das tut so richtig weh, das will ich gar nicht, aber es geht halt bald nicht anders. Weil mittlerweile einfach das Team selbst so ultra hohe Ansprüche stellt. Unfassbar. Da kannst du auch bald nichts mehr machen. Na gut, okay, jetzt darf ich mich darüber erstmal nicht weiter ärgern. Wir gucken jetzt nur mal drauf. Nachrichten, irgendwas Interessantes jetzt hier. Rivalität. Jüngste Rivalität gegen Lukas hat uns eine Menge Aufmerksamkeit gebracht. Ja gut, okay, wir sind auf dem Weg, Weltmeister zu werden. Das ist auch in Ordnung. Gut gemacht. Ihr seid vielleicht im gleichen Team, aber das macht euch auch quasi automatisch zu Rivalen. Weiter so. So, dann gucken wir jetzt mal lieber, was wir jetzt noch an Upgrades erstmal retten können. Also, wir nehmen natürlich das große Upgrade mit rein. Dann als nächstes das hier, weil das relevant ist für alles, was hier folgt. Und dann gehe ich jetzt erstmal, würde ich sagen, nach links für 3,50. Und tatsächlich die 6,20 hier vorne schaffen wir auch noch. Das heißt, also die Upgrades können wir allesamt einmal absichern gehen. Das heißt, jetzt fehlen uns nur noch 6,50, 3,80... 6,60, und dann nehme ich mal ganz kurz für euch einen Taschenrechner zur Hand. Die Folge, ich weiß, die ist zwar eh schon lang genug, aber die will ich dann jetzt doch nochmal ganz kurz zur Hand nehmen. Also, wir haben 6,50, 3,80, 6,50, 3,80. So, dann dazu noch 6,60, 4,30, 6,60, 4,30 und dann die letzten zwei. 93, 29. 93, 29. Ja, 3430 Punkte sind das jetzt noch. Das sieht so aus, als würden wir es tatsächlich schaffen, alle Upgrades mit rüber zu kriegen. Ja, das wird jetzt ein bisschen knapp. Hängt auch davon ab, was jetzt das nächste Teamziel ist. Wenn das wieder ist, wäre der zweite oder besser im Rennen. Dann können wir das natürlich das verschenken gehen, weil das kriegen wir jetzt zur nächsten Woche nicht hin. Sollte es aber sein, was wir erfüllen können, dann sieht das gar nicht so übel aus. Ja, müssen zusehen. Ich hoffe, wie gesagt, einfach, dass wir hier unten dieses große, breite Upgrade auf jeden Fall auch noch gerettet bekommen. Ich würde es mir ja sehr, sehr wünschen. Das ist so auch das, worauf ich dann wahrscheinlich nach dem linken Flügel mein Hauptaugenmerk lege. Den rechten kann ich beim Zweifel vielleicht auch noch vernachlässigen. Halo, äußere Heckflügel und DRS nochmal, die Aktivierungsmechanismus. Ja, wenn wir da ein zweites einbüßen müssten, würde ich das vielleicht noch mitnehmen. Aber wie gesagt, die Luftleitbleche etc., das will ich tatsächlich irgendwie rübergerettet kriegen. Gut, okay, das dann dazu. Dann jetzt nochmal der Verlauf. Hier brauchen wir nicht. Nee, da gibt es tatsächlich nichts. Die Teile gucken wir mal ganz kurz sicherheitshalber drauf. Also wir haben jetzt hier, gut, einen Verbrennungsmotor habe ich ja noch übrig. Das ist kein Problem. Wie gesagt, das ist unser großes Problem, ist halt die MGUK, die jetzt bei 32 ist. Die muss halt nochmal ausgetauscht werden. Da kommen wir nicht drum herum. Wir haben hier noch einen offen, da geht aber noch voll klar. Der Energiespeicher, den muss ich jetzt tatsächlich tauschen. 46 ist genug. Da muss ich jetzt nochmal die letzte Komponente in Anspruch nehmen. 31 ist okay, 25 ist okay. Hier haben wir noch einen Teil und hier auch hier haben wir noch einen Teil. Das heißt, das passt soweit. Aber wie gesagt, die MGUK, das ist diese eine Einheit, die eine Komponente, die uns halt das Problem noch besetzt, beziehungsweise uns dann nochmal eine Glitchstrafe reinbringen wird. Von, ich muss mal kurz überlegen, wie viele Punkte sind denn das da? Strafplätze sind das dann 5, ne? 5 Strafplätze. Das heißt also, nehmen wir an, wir schaffen es, Top 3 zu starten in Mexiko, dann würden wir runterfliegen auf dem 8. Ja, dann wird es mit dem Podest wirklich echt schwierig. Also Rennsieg können wir dann natürlich abhaken gehen, dann müssen wir gucken, ob wir da irgendwo im Podest noch kämpfen würden. Ja, alles nicht so einfach. So, nochmal kurz ein Blick aufs Getriebe, das muss noch ein Rennen machen, dann ist es auch soweit durch, dann kann ich mir das neue da ziehen. Trägesgetriebe gibt es natürlich kein Problem mit, das heißt, das ist soweit in Ordnung. Und dann jetzt also noch der abschließende Blick, Rangliste haben wir jetzt schon gesagt gehabt, wir blicken nochmal drauf, jeden Schrank drauf, holen uns damit jetzt also den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saisonsieg. Ja, dieses Jahr ab, also das ist auf jeden Fall sehr schön gewesen, wie gesagt, Doppelsieg ist eingefahren, dafür jetzt aber dann die nächsten zwei Rennwochenende, die wieder relativ hart werden, wo wir ja weniger Spaß haben werden, wo wir uns einfach wirklich sehr strecken müssen, damit wir es überhaupt gebacken kriegen, hier eine ordentliche Leistung aufs Parkett zu bringen. Ich hoffe, wenigstens in Japan spielt es noch besonders Wetter mit, ansonsten können wir die Strecke glatt vergessen gehen, wieder, wenn das jetzt wie das Vorjahr wird, so ein monsunartige Regenfälle, habe ich jetzt erstmal wenig Bock drauf, wie man sich da jetzt vorstellen kann. Aber das alles und noch viel mehr, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, die letzten 5 Rennen noch ausstehen, 2 davon werden es ziemlich hart werden.
Und dann, Freunde, geht es für die letzten drei Rennen in das große Saisonfinale. Da muss man schauen, wofür es dann am Ende reicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder dann beim großen Preis von Japan in Suzuka. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, Freunde. Halt die Ohren steif, haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.